So, guten Morgen, herzlich willkommen. Da muss ich ja zu euch nicht sagen, sondern es ist ganz arg schön, wieder hier zu sein. Danke für das Vorrecht, dass wir die Gäste sein dürfen. Nach einiger Zeit unserer Abwesenheit, es ist wunderbar zu sehen, wie wohl man sich doch einfach fühlt, wenn man wieder hierher kommt. Es ist gewohntes Terrain, es fühlt sich gut an. Die Herzlichkeit ist da, die Geschwister sind da, der Herr ist da. Und ja, es ist wirklich herzerfreuend und herzerfrischend, dass diese Gemeinschaft heute möglich ist. Und ich möchte diese Predigt, diese Verkündigung jetzt noch unter das Gebet stellen. Herr im Himmel, ich danke dir, Herr Gott, Vater und Herr Jesus, dass du über all den Querelen, über all den Sorgen stehst, über all den Dingen, die uns bewegen, dass du alle Hintergründe kennst, alle Zusammenhänge kennst, souverän regierst, auch in unserem Leben, auch wenn wir es so oft nicht vollbringen, darauf zu vertrauen, es zu durchdringen, und darauf zu setzen, dass das die Wahrheit ist, dass dir nichts entgeht, dass du die Kontrolle nicht verlierst, über was auch immer geschieht. Herr, wir brauchen dich und wir dürfen dich haben. Und es ist wunderbar, dass wir das wissen dürfen aus deinem Wort. Wir dürfen dich haben und wir haben dich. Danke dafür und ich möchte dich jetzt bitten, dass du dessen, was heute gesagt wird, deine Vollmacht schenkst, wenn es denn recht ist in deinen Augen, was gesagt wird. Und dieser Segen ist mehr, als wir eigentlich erwarten dürfen. Aber wir wissen, in Jesus sind wir deine Kinder und wir bauen darauf, dass wir deine Zusage haben, dass du uns lehrst, längst und wachsen lässt, auch heute. Amen. Also, der Pfingstsonntag, also nicht Pfingsten, ich hätte fast gesagt, der Pfingsten ist nicht lange her, es ist erst eine Woche her, aber Pfingsten ist schon viel länger her, sondern der Pfingstsonntag, der letzte, ist eine Weile her. Es ist nicht lange her und viele Christen haben, bin ich mir ziemlich sicher, vielleicht auch hier in dieser Gemeinde letzten Sonntag, eine Pfingstpredigt eine Woche über und mit Fokus auf den Geist Gottes gehört. Und für manche oder vielleicht sogar für viele ist das so ein bisschen auch so ein zweischneidiges Thema. Es ist vielleicht ein leidiges Thema auch. Ich weiß jetzt nicht genau, was letzten Sonntag gepredigt wurde. Ich habe die Predigt noch nicht nachgehört. Vielleicht ganz gut, dass man sich da nicht fälschlicherweise beeinflussen lässt. Was darf man jetzt sagen? Was ist gesagt worden? Wo muss man gucken, dass keine Doppelung geschieht? Habe ich keine Angst davor. Und was ich aber weiß, auch aus von mir persönlich auch, es ist so eine gewisse Haltung in auch den Gemeinden, in denen ich geistlich aufgewachsen bin. Man hat so ein bisschen dieses zu viel Geist ist gefährlich. Es wird ein bisschen gefürchtet, man fürchtet eine Übergewichtung des Themas des Geistes. Es besteht die Sorge, dass wenn der Geist überbetont wird, dass dann das Wort Gottes, die Verkündigung des Wortes an sich, die Autorität, dass sie sozusagen darunter leidet, dass das eingebüßt wird, was das Wort, welche Wichtigkeit das Wort hat, und zwar zugunsten einer Überbetonung des Geistes. Und ich selber habe jetzt noch gar keine Gemeinde persönlich kennengelernt, weil ich nicht jetzt vielleicht in diesen klassischen Kreisen dieser Art so unterwegs war. Und es mag sein, dass es diese Gemeinden auch heute noch gibt, wo der Geist vielleicht wirklich dazu führt, dass das Wort seine Autorität zum Teil einbüßt. Aber man muss auch offen sagen, dass es aufgrund dieser Angst, und ich denke, ihr wisst, was ich meine, oder? Also das wisst ihr auch. Es gibt eine Gegenreaktion ja auch dann wiederum in anderen Gemeindekreisen, auf diese Furcht hin. Und mancherorts ist es auch fatal, wie stark man dann dagegen eigentlich reagiert. Man scheint fast eigentlich dann keine Wahl mehr zu haben. Es ist dann irgendwie, entweder gibt es nur Gemeinden, wo zu viel Geist ist und gar kein Wort mehr. Und dann scheint es wiederum nur dann Gemeinden zu geben, die wollen sich dagegen unbedingt schützen mit allen Mitteln und kämpfen dagegen fast. Und da ist dann das Wort so stark, dass der Geist nur noch, sagen wir mal, so ein bisschen eine Theoriesache ist, aber der Geist in seiner Wirkung und in dem, was er zu tun hat, nicht mehr so richtig gelten gelassen wird. Es scheint wirklich so zu sein. Entweder gibt es viel Geist, wenig Wort, oder viel Wort und wenig Geist. Ich glaube aber nicht, ganz ehrlich, dass das
dass das weise ist. Und ich glaube auch nicht, dass es in dieser Gemeinde so ein Ungleichgewicht gibt. Aber ich frage mich, wie man jemals darauf so gekommen ist, dass man sagt, das Wort und der Geist Gottes, dass man die überhaupt so emotional im Herzen so trennt voneinander. Dazu führt das ja. Man führt dann so emotional eine Trennung ein. Das Wort, entweder das Wort oder der Geist. Als ob die überhaupt so komplett miteinander nichts zu tun hätten. Als die fast Gegenspieler schon wären. Ne? Der Geist Gottes und das Wort Gottes Gegenspieler. So wird es irgendwann. Das ist also ein Werk, ein Wirken, wo ich sagen muss, das kann nicht aus Gott kommen. Wenn sich so eine Haltung, so eine Furcht, eine übermäßige Furcht auch breit macht. Und ich habe manchmal das Gefühl, und ich gehe auch natürlich, ich muss immer sagen, subjektiv von mir aus, dass man in der Gemeinde oft, was das Verstehen des Geistes betrifft, also über wenige Grundinformationen über den Geist, glaube ich, kommen einige Geschwister, mich inklusive, einfach teilweise gar nicht hinaus. Also man weiß, aha, das ist, was der Geist tut, das bringt er mir, das habe ich von ihm, und da muss ich aufpassen, dass ich das nicht gegen ihn tue. Das sind so die 3, 4, 5 Basics, die man kennt, und den Rest des Jahres lässt man das einigermaßen gut sein und konzentriert sich dann auf den Rest. Und das ist eine Sache, die ich selber beobachtet habe in anderen Gemeinden. Und wenn ich mich selber anschaue, dann frage ich mich, oder die Fragen anschaue, die ich mir über den Geist stelle, wenn ich überhaupt mir Fragen über den Geist stelle, frage ich mir, ja, wie funktioniert das genau? Wie kann ich es Gott recht machen, was den Geist betrifft? Ja? Das ist so manchmal, was ich mir frage. Muss der Geist mich denn wirklich übernehmen? Muss er mich fernsteuern? Ja? Muss ich im Grunde meinen Willen so ein bisschen abgeben? Wie wirkt, welcher Hebel ist das? Wie wirkt der Geist den Willen Gottes überhaupt in meinem Leben? Gibt er mir Kraft, Sachen zu tun? Wir beten ja oft für Kraft. Herr, gib mir die Kraft, dies und dies zu tun. Und es ist die Frage, kriege ich jetzt die Kraft oder ist der Geist am Ende, ist er im Grunde die Kraft und bleibt er auch die Kraft? Also das sind so Fragen, wo ich immer Probleme habe, das so ein bisschen auseinanderzuhalten. Und natürlich die Frage, ja, so, brauchen wir den Geist überhaupt? Das ist auch so eine Frage. Brauchen wir ihn überhaupt? Ne? Wofür brauchen wir den Geist überhaupt? Wir haben doch den Text des Wortes Gottes, die Bibel, oder? Da steht ja alles drin, was man wissen muss. Ja? Also, ist der Geist denn nicht lediglich ein, kennt ihr den Begriff, nice to have? Es ist ein schöner Zusatz. Es ist ein Bonbon, sozusagen. Man muss es nicht haben, beim Essen. Hauptgang brauchst du, Dessert, ja. Der Geist ist das Dessert. Ne, das kann man, das ist schön, es ist lecker, aber ja, das ist so ein bisschen nice to have. Ist es so ein Zusatz, den der Christ zwar bekommt, ja, und der dem Gläubigen auch Gutes bringt, ja, also die Versiegelung durch den Geist und das Zeugnis, das der Geist uns gibt, aber mehr ist das im Grunde nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, man bleibt so ein bisschen da stehen. Man weiß, was bringt er einem selbst, mir, ich, und ja, also gerade diese letzten Fragen sind wirklich sehr, sehr ich-zentriert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich selber mich total ertappt, muss ich sagen. Ich habe mir gesagt, sag mal, Dietmar, hast du jemals versucht zu verstehen, wie der Geist Gottes handelt, wozu Gott ihn überhaupt gibt? Was will eigentlich Gott damit erreichen? Was will Gott eigentlich? Was ich kriege, was er macht für mich und so, da kriege ich ja viel mit davon. Ja? Das sind so die Basics, die weiß ich, mit denen laufe ich dann. Vor allem, wenn es mir nicht so gut geht, weiß ich, ja, der Geist, der wird das schon richten dann. Also korrigieren und gut für mich gut hinkriegen dann. Aber was will eigentlich Gott mit dem Geist erreichen? Ich glaube, das ist eine spannende Frage. Was sind eigentlich Gottes Ziele damit? Ja? Ist der Geist eine Sache, die ich nur zu meinem Selbstzweck kriege? Oder hat Gott Ziele damit? Ich glaube, wenn wir das verstehen oder versuchen, es einzugrenzen mal, dann werden wir auch besser verstehen, was der Geist eigentlich in uns machen will. Und dazu lese ich den heutigen Text. Das ist der Text im Johannesevangelium, Kapitel 16. Nach einer längeren Pause habe ich das endlich wieder das Vorrecht, weiterzumachen.
in meinem langen Exkurs vom Lukas-Evangelium bin ich immer noch im Johannes, jetzt Johannes 16. Es sind die Verse 1 bis 15, die ich jetzt lese. Da heißt es im Johannes 16, Abvers 1. Jesus sagt, dieses habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Wir werden gleich drauf kommen, was das alles heißt. Damit ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch, spricht zu seinen Jüngern, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn ihre Stunde gekommen ist, daran denkt, dass ich es zu euch gesagt habe. Dies aber habe ich von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du, sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern er, was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Ja, ein Text, der scheinbar ein paar, ja, sagen wir mal nicht ungewöhnliche, aber so ein bisschen abstrakte Aussagen trifft. Das ist so ein Text, wo man auch dann, ja, steht da, aber was mache ich jetzt damit? Was heißen diese Sachen? Das ist so eine Sache, die so in die übliche Logik des Bibellesens so, ich bezeichne mich immer so als 0815 Bibelleser. Das passt in meine normale Logik nicht so richtig rein. Da steht etwas von einem Wirken des Geistes, von dem habe ich eh nicht so viel Ahnung. Und dann geht es um das Überführen der Welt, von Gericht, Gerechtigkeit, Sünde. Ach, also wichtig ist aber schon mal ganz von Anfang ab, hier geht es um eine große geistliche Tiefe. Hier geht es um geistliche Themen. Und wenn das Wort um geistliche Sachen sich dreht, dann ist das genauso wichtig, wie wenn wir irgendeine klare Praxisansage haben, ja, die Unzucht flieht und diese Geschichten, genauso wichtig und konkret sind Stellen, wo wir nicht so ganz schnell sagen, ah, jetzt weiß ich, das muss ich machen oder das muss ich nicht machen. Gehen wir den Text hinein, Vers 1. Jesus sagt, dass er dieses zu ihnen geredet, dieses habe ich zu euch gesagt, damit ihr euch nicht ärgert. Was meint er? Was hat er denn gesagt? Er hat in den Kapiteln davor natürlich viel zu ihnen gesagt. Er hat ihnen im Grunde viel angekündigt. Von einer kommenden Verfolgung hat er ihnen angekündigt, von dem, dass die Welt sie ablehnen wird. Er wird sie ablehnen um Jesu Christi willen. Ich möchte kurz in Johannes 15 ein paar Verse lesen, damit wir das nochmal sehen, was Jesus denn gesagt hat. Johannes 15, ab Vers 18. Da heißt es, wenn, liebe meine Geschwister, Brüder oder beziehungsweise Jünger, wenn die Welt euch hasst, so wisst, ja, und immer in dem Kontext, damit ihr euch nicht ärgert, ich erkläre es euch jetzt schon, damit ihr es euch nicht, sagen wir mal, umhaut, ich erkläre das gleich auch nochmal. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt es ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Es liegt also an Jesus. Letztlich. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst,
hast auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie sie gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt werde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Und auch ihr aber zeugt, weil ihr von Anfang bei mir seid. Also, wir haben eine klare Ansage. Jesus hat ihnen viel gesagt von Sachen, die kommen werden, damit sie davon nicht überrascht werden, wenn es kommt. Damit sie sich nicht ärgern, heißt es hier. Und er hat auch schon im Kapitel 14 auch schon diesen Beistand angekündigt, diesen Geist, der kommen wird. Jetzt aber nochmal, was heißt das, damit sie sich nicht ärgern sollten? Was heißt sich nicht ärgern? Nicht ärgern. Das gibt es an verschiedenen Stellen. Und ich habe das in einer anderen Predigt schon mal erklärt, dass das Wort im griechischen Text steht nicht so sehr für ärgern, sondern steht dafür, dass man strauchelt, dass man fällt. Dass man, also man kann es sogar mit Abfall übersetzen. Oder müsste man vielleicht sogar. Also, es klingt ein bisschen hart, weil immer dann gleich alle Angst kriegen, oh je, was ist mit meinem Heil? Nein, das stelle ich nicht in Frage. Ich sage nur, das griechische Wort heißt, was Jesus hier sagt, ich habe euch diese Sachen erzählt, damit ihr im Grunde, wenn das passiert, nicht umfallt, dass ihr nicht abfallt. Warum sollten sie abfallen? Haben wir gerade schon gesehen im Kapitel 15. Aber er sagt das noch deutlicher. Er spricht ja das jetzt direkt zu seinen Jüngern. Und die waren ja in dem Zusammenhang des Judaismus tief letztlich ja verwurzelt gewesen. Vers 2. Man würde sie aus den Synagogen ausschließen. Was heißt denn das? Wenn du aus der Synagoge ausgeschlossen wirst. Damals. Ja, dann bist du draußen. Dann bist du aus der Gesellschaft im Grunde draußen. Aus der Gemeinschaft, die im Grunde dir Heil mehr oder weniger sagt. Das gibt sie dir. Du bist Teil diese ganzen Bündnisse, die in den Synagogen auch gelehrt werden, auf die man auch baut, auf dem das Volk Israel, das Nationale, immer noch hofft, auch heute. Und also das ist eine harte Sache. Für uns klingt das so, naja, aus der Synagoge ausschließen, ja, dann gehe ich halt nicht mehr am jeweiligen Freitag oder so, gehe ich halt nicht mehr in die Synagoge, ja, und dann ist das halt so. Ja, das war weit mehr als das. Das ist weit mehr gewesen. Das ist schon ein Schreck, denke ich, gewesen. Und er sagt, es werden sogar Tage kommen, wo die Verfolger dieser Jünger glauben, sie tun Gott einen Gefallen, wenn sie sie mit dem Tod verfolgen. Und Menschen werden in der Lage sein, Vers 3, sie werden überhaupt in der Lage sein, das zu tun, weil sie Gott nicht verstehen. Sie verstehen ihn nicht. Ja. Sie kennen Gott nicht und natürlich Jesus nicht. Sie können es tun überhaupt deswegen, weil sie ein falsches Verständnis von Gott und dem Messias haben. Und wir wissen natürlich aus der Schrift auch klar, dass das ja sehr bald und zeitnah auch dann passiert ist. Es ist ja dann allein mit dem, was Saulus getan hat, ganz konkret, ja, wie er die Gemeinde verfolgt hat. Er verwüstete die Gemeinde, heißt es in der Apostelgeschichte. Saulus verwüstete die Gemeinde. Jemand, der eigentlich unglaublich, wie soll ich sagen, er war eigentlich gottesfürchtig nach allen Maßstäben, die damals hatten, ne? Nur er hat das Verständnis nicht gehabt, wer Gott ist und auf was es Gott ankommt. Und deswegen konnte er wirklich die Gemeinde Gottes verwüsten. In der Apostelgeschichte 8 heißt es das. Und Jesus sagt jetzt im Vers 4 etwas Wichtiges. Er hat gesagt, er hat ihnen von diesen Verfolgungen davor bewusst nicht in dem Ausmaß erzählt. Und zwar nicht so sehr, weil sie sonst Angst gehabt hätten und dann wären sie nicht... dann wären sie nicht überhaupt mit ihm mitgegangen. Sie haben gewusst, dass es einen Preis haben wird, Jesus zu folgen. Das hat Jesus immer wieder gesagt. Ja? Also gibt es viele Stellen, wo Jesus auch der Volksmenge ganz, ganz klar gesagt hat, berechnet, überschlagt die Kosten. Überschlagt die Kosten, wenn ihr mir folgt. Das wussten die Jünger, das war nicht neu für sie. Und deswegen hat er es jetzt hier nicht gesagt. Aber er sagt, er war... In dem Widerstand, den sie jetzt schon als Gruppe gekriegt haben, hat er ja von den Pharisäern und so weiter viel Widerstand gekriegt. In der Situation war er direkt bei ihnen, in ihrer Mitte. Und dadurch wurden sie letztlich auch von dem geistlichen Strauchen bewahrt. Jesus ist direkt da gewesen und das hat ihnen natürlich geholfen. Wenn ich mich nur an Thomas erinnere,
also nicht Thomas Garnert, sondern der Thomas in Johannes 20. Geht mal nochmal kurz hin. Ihr kennt ja die Stelle, die ist ja sehr, sehr berühmt, sage ich mal. Johannes 20, Abvers 26. Das heißt ja, nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Hier, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, nicht gesehen und doch geglaubt haben. Also ihr seht, es macht einen großen Unterschied für viele. Hat es auch damals gemacht, dass Jesus jetzt halt wirklich da war. Er hat gezeigt, welche Macht er hat. Er hat Wunder getan, er hat die Gewalten der Natur einfach so beherrscht. Einfach so. Er hat gezeigt, welche Vollmacht er hat. Aber wenn ich so jemand direkt neben mir sitzen habe, da kann von mir eine ganze Infanteriedivision stehen. Hey, also wenn der da ist und ich habe gesehen, was er kann, dann fühle ich mich sicher. Dann ist es leichter, ihm zu folgen. Es ist leichter, an ihn auch vielleicht, sag mal, zu glauben, kann man in gewisser Weise sagen. Aber jetzt sagt er, jetzt wird er gehen. Er würde bald weggehen. Und jetzt mussten sie das natürlich verkraften. Sie würden weiter ihm geistlich nachfolgen müssen, auch ohne sein Dasein. Und da hinein, in diese Unsicherheit, spricht er jetzt die Verse 5 und 6. Er spricht in diese Verunsicherheit hinein, in diese anflutende Traurigkeit. Er sagt: Jetzt gehe ich, und jetzt fragt mich schon gar keine mehr, ja, wohin gehst du denn eigentlich, sondern das zieht euch jetzt richtig runter, dass ich gehen werde. Und ich habe das letztes Mal auch gesagt, im Johannes 14 sieht man das auch schon, da sagt er auch: Euer Herz werde nicht bestürzt, seid nicht furchtsam, was jetzt kommt. Er erklärt ihnen viele Sachen. Er rüstet sie für die Zeit zu, in der sie ihn nicht mehr um sich haben werden. Das ist sehr wichtig. Die Tatsache, dass Jesus sie verlassen wird, das entmutigt sie. Und jetzt kommt Jesus auf den Tröster Gottes zu sprechen. Jetzt wird es interessant. Der Geist Gottes. Schaut, was Jesus jetzt in Vers 7 sagt. Ich habe da gesessen in der Vorbereitung und ich bin fast, also mental fast vom Stuhl gefallen, als ich das mir jetzt mal angeguckt habe. Das ist für mich eine Schlüsselstelle des Textes. Denk mal, was da steht, Vers 7. Es ist, was steht da? Es, keine Sorge, ich gehe, aber ich schicke jemanden, der wird es im Grunde genauso gut machen wie ich. Nein, das ist mehr. Guck mal, ich sage euch die Wahrheit. Das heißt, er betont, er baut jetzt erst auf, was er sagt, und dann lässt er es platzen. Er sagt: Es ist euch nützlich. Das ist, also man kann fast sagen, fast schon, ist es gar noch besser. Ja? Es ist euch nützlich. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Das ist für mich, das zu sehen. Da ist ein gewisser, da schwingt ein gewisser Vorteil mit, etwas, das benötigt wird. Und es wird gut für sie sein, dass Jesus geht. Wenn man sich das vorstellt, du kannst Jesus mit dir haben und Jesus sagt: Ja, es war schon gut, dass ich da war, aber ich gehe jetzt und es wird gut für euch sein. Das ist, wenn man sich das mal überlegt, was er hier sagt. Und jetzt, und wir kommen natürlich darauf, warum das, was jetzt kommt, nützlich sein wird. Wir kommen nachher darauf. Jetzt würde man eigentlich erwarten, jetzt es wird nützlich für euch sein, und zwar weil. Es müsste eigentlich, die ganzen Sachen müssten jetzt kommen. Warum ist es nützlich? Okay, deswegen, 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 deswegen. Aber was kommt denn jetzt hier? Guck mal, Vers 8. Jetzt kommt als erstes, der Geist wird gesandt, und das ist zu ihrem Vorteil. Aber was steht dann? Dann kommt sofort, er wird die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Also die Frage, wie ist das zu meinem Vorteil? Verstehe ich jetzt nicht ganz, oder? Ja, versuche ich nachher noch ein bisschen was dazu zu sagen. Es heißt hier von Sünde. Warum wird der Geist die Welt von Sünde überführen? Ja, es steht da. Weil die Welt, die Menschen, die nicht Jesus gehören, nicht an Jesus glauben, sondern an anderes. Das schließt übrigens auch die Juden ein, die ganz, ganz viel über Gott geglaubt haben, aber nicht an Jesus. Das Überführen geschieht durch den Geist.
weil er den Glauben und die Nachfolge Jesu in den Kindern Gottes wirkt, die in der Welt sind. So wird der Welt die Wirklichkeit und die Wahrheit der Sünde, des Evangeliums, permanent unter die Nase gerieben. Einfach, dass wir da sind. Ja, nicht nur die Jünger, nicht nur die Zwölf, dass wir da sind. Ob wir wollen oder nicht, das reibt der Welt unter die Nase. Da gibt es einen Glauben, da gibt es Leute, die glauben das, die sagen, da ist etwas, das ist Sünde. Das gefällt mir aber gar nicht, sagt die Welt. Ja, aber es ist halt so, so sind wir. Das glauben wir. Die Kinder Gottes bekennen ja in ihrem Glauben was genau zuallererst? Ihre eigene Sünde. Ja klar, natürlich. Und die Reaktion der Welt auf dieses Zeugnis ist eine so klare Ablehnung Gottes gegenüber. Das fördert es so klar zutage. Ich meine, welchen Widerstand man bekommt als Christ, das muss ich euch, liebe Geschwister, nicht erzählen. Je mehr wir Farbe bekennen, desto mehr kommt der Gegenwind. Ja, das ist nicht nur meine Erfahrung, das kann ich sogar aus der Schrift belegen. Ja, Paulus sagt das ja auch. Und es wird offenbar. Und dieser Widerstand der Welt fördert es zutage. Es wird der Welt nachgewiesen. Es ist eine klare Tatsache. Und das ist ein Überführen. Das ist etwas, was der Geist tut. Und das macht der Geist nicht, indem er zu der Welt hinrennt und anklopft. Hallo, ich bin jetzt da, ich bin der Geist. Übrigens, jetzt hier, es gibt Sünde. Sondern wie macht er es? Der Geist kommt nicht zur Welt, sondern zur Gemeinde. Also durch wen wird das Zeugnis gemacht? Versteht ihr das? Wir können nicht sagen, wir haben damit nichts zu tun, das macht der Geist. Ja, schon, macht schon der Geist. Aber der Geist fährt nicht selber Auto irgendwo hin und hat keine Gespräche mit Leuten und all das. Macht ihr nicht. Das macht der Leib Christi, wo der Geist drin wirkt. Vers 10, der Geist überführt die Welt von Gerechtigkeit. Puh, habe ich mir auch gedacht, wie geht das denn? Er legt vor der Welt auch wieder Zeugnis ab. Wir haben jetzt schon einmal gehabt, Zeugnis. Er bezeugt, liebe Welt, Sünde ist Wirklichkeit. Es ist keine Erfindung, es ist Wirklichkeit. Überführt die Welt, er beglaubigt die Gerechtigkeit, ja welche denn? Die Gerechtigkeit der Welt? Nein, er beglaubigt die Gerechtigkeit Gottes. Was heißt es denn? Die Gerechtigkeit Gottes wird die Welt wird überführt von Gerechtigkeit. Das heißt, der Geist zeigt der Welt, Gott ist ein sogenannter Gerechtigkeitsgott. Gott und Gerechtigkeit, das sind zwei Themen, die kann man nicht trennen voneinander. So gerne viele auch ein Gottesbild haben würden, das so aussieht. Gott kann ja nicht so sein, ihr kennt es ja. Der Text sagt, die Tatsache, dass Jesus zum Vater geht, weil ihr werdet mich nicht mehr sehen und so wird die Welt überführt werden von Gerechtigkeit. Und ihr werdet mich, weil die, ihr werdet mich nicht mehr sehen, ich gehe zum Vater. Wie passt das zusammen? Die Welt wird von Gerechtigkeit überführt, weil Jesus weggeht. Okay? Das sind jetzt irgendwie... Wie passt das zusammen, oder? Wie passt das zusammen? Die Tatsache, dass Jesus zum Vater geht, dass er nicht mehr gesehen wird auf dieser Welt, das bezeugt Gerechtigkeit. Wie geht das? Warum? Warum ist das so? Jesus wurde vom Vater aufgenommen, zurück in seine Herrlichkeit, und zwar um seine Gerechtigkeit willen. Er wurde auferweckt und zum Vater aufgenommen. Schauen wir Philipper 2 Schmidt an. Philipper 2, Vers 9. In Philipper haben wir in Philipper 2 das wunderbare Zeugnis dessen, wie Jesus sich erniedrigt hat, um den Willen des Vaters auszuführen. Er machte sich selbst, Kapitel 2, Vers 7, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum, jetzt wird's wichtig, wie bezeugt es, dass Jesus weg ist, wie bezeugt es Gottes Gerechtigkeit, wie geht das? Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Gott hat Jesus verherrlicht, hoch erhoben. Er hat ihn aufgenommen, erhoben in Herrlichkeit, aber auch aufgenommen. Schaut euch noch einen Vers an, Hebräer 1. Gehen wir zum Hebräerbrief, da sind wir zwei Stellen noch. Hebräerbrief,
eine Sache, die wichtig ist, wo man es auch schön sehen kann, warum Jesus ist von der Erde wieder zurückgegangen zum Vater und das beweist Gottes Gerechtigkeit. Warum? Hebräer 1, Vers 3. Christus, er, der Sohn Gottes, er, der Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Das heißt, was ist dadurch, dass Jesus wieder zum Vater gegangen ist, letztlich bezeugt worden? Ja, die Gerechtigkeit Gottes, das Werk von Jesus Christus. Gottes Gerechtigkeit. Gehen wir nochmal in Hebräer 10, Vers 11. Das sind Verse, die kreisen das so ein bisschen ein. Hebräer 10, Vers 11. Da geht es um den hohen Priester und er erklärt den Lesern, warum es okay ist, dass sie nicht dem Tempeldienst mehr nachweinen, sondern dass sie einen hohen Priester haben, der echte hohe Priester ist, nicht mehr der wirklich keine Sühnung dauerhaft erreichen kann, sondern der echte. Er sagt, jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Das ist eine starke Aussage bezüglich des Tempeldienstes. Ne? Können sie nicht. Dieser Jesus aber hat ein Schlachtopfer, sich selbst natürlich, für Sünden dargebracht und jetzt auch, guck mal, und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Und da sehen wir das. Er hat dieses Opfer dargebracht und jetzt hat er dadurch was bekommen? Das Recht, zu Rechten Gottes zu sein. Dadurch ist es so ein bisschen auch der Grund, warum alles dem Sohn vom Vater übergeben worden ist. Das wisst ihr auch. Das hängt damit sehr eng zusammen. Jetzt nochmal. Philipper, nochmal einmal zurück zum Philipper. Gehen wir da nochmal hin. Damit ihr nochmal seht. Philipper Kapitel 3, Vers... Ja, sehen wir ab Vers 8. Philipper Kapitel 3, Vers 8. Paulus schreibt über den Gewinn, den er in Jesus Christus hat, über die Vorzüge. Und er schreibt ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi willen, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Und jetzt kommt's. Und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Wer ist eigentlich die Gerechtigkeit, die Paulus bekommt? Wer ist das? Es ist eigentlich eine Person, es ist die Gerechtigkeit des Christus. Und das sich zu Rechten setzen Gottes, das natürlich nach dem Weggang von Jesus Christus zurück zum Vater, das ist im Grunde das Zeugnis, dass er weggeht, bezeugt, dass die Gerechtigkeit Gottes erfüllt worden ist, dass sie umgesetzt worden ist. Gottes Gerechtigkeit ist eine Eigenschaft Gottes und gleichzeitig eine Forderung, die er an die Menschen stellt. Sie drückt sich als Forderung ganz breit im Gesetz aus, im alttestamentlichen Gesetz. Und dass sie erwirkt werden muss für eine Person, dass sie nicht machbar ist für eine Person, drückt sich im Werk von Jesus Christus aus. Das wissen wir aus dem Römerbrief. Da muss ich mal gucken, ob ich das jetzt hier auch da habe. Nee, habe ich jetzt nicht spontan da. Gut, doch, habe ich doch. Römer 3, natürlich, kennen wir fast auswendig. Im Römerbrief, Vers 3 ist es, da heißt es, Römer Kapitel 3, Vers 20, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt nur Erkenntnis der Sünde, jetzt aber ist ohne Gesetz, was geoffenbart worden, Gottes Gerechtigkeit, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus, für alle, die glauben. Ja, gut. Gerechtigkeit ist Gott sehr, sehr wichtig. Das wissen, wisst ihr, das ist für uns alles, das scheint alles so klar und üblich und so Standard zu sein. Aber dieses Zeugnis, dass dadurch, dass Christus wieder aufgefahren ist in den Himmel, dass dadurch Gottes Gerechtigkeit bezeugt wird, sein Werk ist, Christi Werk ist vollendet und er hat sich gesetzt zu Rechten.
Das ist ein Zeugnis, das Gott in die Welt hineingesandt hat. Und das ist Gott sehr, sehr wichtig. Dass das wahr ist, Wirklichkeit ist, das ist verbrieft durch das Auffahren Jesu zum Vater. Schaut mal 1. Timotheus 3, Vers 16 noch an. 1. Timotheus 3, Vers 16. 1. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es: Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Also, warum? Was hat Jesus weggehen damit zu tun, dass es ein Zeugnis ist? Es bezeugt das Abschließen des Dienstes, das Einsetzen der Gerechtigkeit, die in Jesus Christus ist. Dieses Zeugnis haben einige im Neuen Testament auch selber noch wirklich selber so gesehen. Wer hat Jesus gesehen zur Rechten Gottes? Ja, Stephanus hat ihn gesehen, noch stehend zur Rechten Gottes. Ja, und natürlich die Jünger, ja, Apostelgeschichte 1, sie haben ihn ja, sitzen sehen. Ist es bei diesem Zeugnis denn geblieben? Jetzt sagen wir, ja, das ist jetzt der ICF weggegangen, das haben ein paar Leute gesehen, als er aufgefahren ist und das war's. Was soll das heute noch bringen? Wie bezeugt der Geist? Bezeugt der Geist das heute noch? Wie kann er das? Dass Jesus aufhört, das ist ja nicht eine permanente Show in einem Vergnügungspark jetzt mehr, sondern wie wird es bezeugt? Ja, es wird durch uns bezeugt. Durch unseren Glauben. Das ist wieder das Zeugnis, das der Geist in der Gemeinde hat. Das Thema Rechtfertigung, Gerechtigkeit ist eine Realität. Es ist ein Zeugnis darüber, nicht nur, dass Gott da ist, sondern dass er nicht irgendwie ist. Gott ist nicht irgendwie, sondern dass diese Themen wirklich ihn als Person beschreiben. Das ist Gott sehr wichtig. Für uns ist das, es klingt so selbstverständlich, ja, das ist ja klar, kennen wir. Aber hier nochmal ganz klar, Gott betont es. Ich definiere mich durch das Thema der Gerechtigkeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Das sind Themen, die kann man nicht mit einer Art von Kirchentradition oder einer Art von Bibelauslegung, die mal moderner ist und mal nicht, hier und mal einsetzen und wegbügeln. Man fragt sich teilweise, wie, wenn man so einen Text liest, wie gibt es manche vielleicht Gemeinden oder Kirchen oder Christenheitsteile, die von einer gewissen Allversöhnung sprechen? Wie ist das möglich? Wie kann man das noch halten, so etwas? Dann Vers 11. Der Geist wird die Welt dazu noch von Gericht überführen. Er wird sie überführen, er wird etwas demonstrieren. Es wird ein Gericht bezeugt werden durch den Geist, das Gericht des Fürsten der Welt. Wie ist das zu verstehen? Ja, es bedeutet, dass der Geist das Gericht des Satans bezeugt. Aber wie macht er das? Na, der Urteilsspruch Gottes über den Satan und über dessen böses Wirken, den gibt es, den hat Jesus durch sein Werk am Kreuz eigentlich, sagen wir mal, er hat ihn eigentlich begonnen zu vollstrecken. Er hat Satan durch sein Werk am Kreuz überwunden. Hebräer 2, Vers 14. Hebräer 2, Vers 14. Gehen wir kurz hin. Ich lese von Vers 9, Schwind. Hebräer 2, Vers 9. Da wird die Vorzüglichkeit von Jesus Christus den Lesern, das mussten die hören, die waren noch sehr, sehr gefangen in den anderen Denkweisen, was Gott betrifft, und haben den Messias mit dem Herrn Jesus und mit der Person Gottes selber gar nicht wirklich zusammengebracht. Deswegen musste er das hier erklären. Hebräer 2, Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte, denn es geziemte ihm um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, diesen Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Er erklärt ihn also, wie kann es sein, dass ein herrlicher Messias leiden musste. Das haben sie auch nicht zusammengebracht. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem.
Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, indem er spricht, kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen, und wiederum, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, das sind alles Referenzen, die uns auch im Alten Testament klar den Christus aufzeigen. Jetzt wird's wichtig, weil nun die Kinder Gottes, die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, wir sind Fleisch und Blut, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Er ist Mensch geworden, Fleisch geworden, um durch den Tod, und der Tod am Kreuz ist hier gemeint, den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Ja. Also, auch hier geht es letztlich darum, das Kreuzeswerk hat die Wirklichkeit des Satans und seines Dienstes, seines furchtbaren Dienstes, bewiesen. Die Realität der Macht des Teufels, das sind Sachen, da mag vielleicht, das sind geistliche und sehr, sehr reale Dinge, und die will Gott bezeugen mit seinem Geist. Das ist ein Ziel, das Gott hat mit dem Geist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Gott bezeugen möchte, und zwar durch seine Gemeinde, weil sie daran glauben. Der Kreuzestod Jesu hat die Bosheit und Sünde des Satans offen bloßgestellt, wie es vielleicht niemals zuvor geschehen ist und wie es nie mehr vielleicht passieren wird. Kommen wir in Kolosserbrief 2, Vers 15. Kolosserbrief 2, Vers 15. Es ist eine Stelle, wo viel, viel mit geistlichen Wahrheiten gearbeitet wird und aber viel über Zeugnisse gesprochen wird, die geistliche Dinge bezeugen und die Gott sehr, sehr wichtig sind. Ich lese Kolosser 2, Vers 13, fange ich an. Und euch, liebe Kolosser, da ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er lebendig gemacht mit ihm, in der er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt, heißt es hier. Aber würde ich sagen, dass der Satan mit eingeschlossen. Durch die Kreuzestat bezeugt das Wort Gottes jetzt hier, ist nicht meine Erfindung. Das Wort Gottes bezeugt, durch die Kreuzestat ist die Realität und auch die Niederlage des Satans zur Schau gestellt worden. Es ist eine Niederlage für ihn, denn er kann die Kinder Gottes nicht mehr verklagen. Jetzt ist aus. Das kann er vergessen. Das geht nicht mehr. Aber das Zeugnis, dass es ihn gibt, dass er Wirklichkeit ist, dass dieses Böse Wirklichkeit ist, das ist Gott wichtig. Die Welt mag es, wie gesagt, nicht sehr interessieren. Die mag auch an den Satan genauso wenig glauben, wie sie an Jesus Christus glaubt. Aber das Zeugnis des Gerichtes über Satan tragen die Kinder Gottes in sich, und sie bezeugen es durch ihren Glauben. Ganz wichtig. Gut. Also jetzt kommen wir zum Vers 12. Ich meine, das sind natürlich Punkte, das Zeugnis über Sünde, das Zeugnis über Führen von Gerechtigkeit, über das Gericht, weil der Fürst der Welt Gericht ist. Das sind ja Themen, das sind ja Riesentiefen noch, die dahinter stecken. Aber einfach, dass wir uns nochmal darüber klar werden, das sind Punkte, die Gott wichtig sind und um deren Willen er den Geist schickt für diese Zeugnisse. Vers 12. Was haben wir hier? Er sagt, vieles hätte er ihnen noch zu sagen, aber sie können es nicht tragen. Was kann er damit gemeint haben? Habe ich mich gefragt. Was kann er damit gemeint haben? Also ich glaube, an diesem Punkt waren sie schon leicht überlastet mit dem, was sie alles von ihm erfahren haben, was kommen würde an Thema Verfolgung. Stell dir mal vor, er hätte ihnen jetzt noch erzählt, wer in Wahrheit das Volk Israel ist, in Gottes Augen. Die Nation Israel oder die geistlichen Nachkommen Abrahams. Guck mal, weißt du, wenn er ihnen das auch noch erklärt hätte, hey, Moment mal, die Nation an sich ist es gar nicht, sondern die geistlichen Nachkommen Abrahams, das ist Israel in Wahrheit. Guck mal, wenn er ihnen das jetzt auch noch erklärt hätte, oder ihnen erklärt hätte, ja, also die Werke des Gesetzes, die retten euch gar nicht,
was der Hebräerbriefschreiber erzählt hätte, den ganzen Hebräerbrief, oder, also vielleicht hat es ihnen ja erklärt, kann ich nicht wissen, aber ich kann mir vorstellen, das sind solche Themen, wo sie gesagt hätten, boah, das, nee, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt gehe ich weg, das ist mir zu viel. Ne? Es gibt viel, viel, wo er ihnen da nicht erklärt hat, ganz offensichtlich, sonst hätte er das hier nicht gesagt. Viele Sachen kamen erst später raus, im Konzil in Jerusalem, Apostelgeschichte 15. All diese Dinge, sagt er, würde dann der Geist aufzeigen, durch Inspiration des Neuen Testamentes dann, durch die Erkenntnis dieser Texte, die er uns schenkt, damit Gottes Wirken besser verstanden wird. Und wisst ihr was? Auf diesem Weg hat er nicht nur diese ersten Jünger geschickt. Auf diesem Weg hat er uns heute noch, seine Gemeinde heute noch. Der Geist, Vers 13, wird den Jüngern die ganze Wahrheit offenbaren. Und Jesus betont das, dass das, was der Geist ihnen sagen wird, es wird genauso verlässlich sein, wie wenn er selbst direkt bei ihnen gewesen wäre und ihnen direkt gesagt hätte. Und dazu wird er das Kommende verkündigen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er zum Beispiel auch die Dinge noch zeigen würde, die in der Offenbarung offenbart worden sind. Oder auch bezüglich dessen, wenn der Herr wiederkommt, im Thessalonicher Brief, von zukünftigen Dingen. Aber wisst ihr, was mich am Vers 13 am meisten erstaunt hat? Er sagt, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird euch die ganze Wahrheit. Das ist so ein bisschen, ja, wie meinst du das? Also, hast du uns nicht die ganze Wahrheit erzählt? Nein, da geht es um eine Fülle, da geht es um eine Verständnisfülle. Das kann man im Vers 14 sehr schön sehen. Der wirft hier Licht darauf. Der Geist wird von dem, was er weitergibt, er wird in dem, was er ihnen weitergibt, er wird was tun? Er wird wen? Er wird was tun? Er wird verherrlichen, und zwar wen? Jesus. Mich. Also wieder das Griechische, dieses etwas emotionalere, mich. Mich. Ja, me, mich. Nicht einfach me, also nicht mu und me, sondern me im Griechischen, sondern er me. Er sagt, mich wird er verherrlichen. Für mich ist es besonders in der jetzigen Situation, in der mein Bruder Robert und ich in der anderen Gemeinde stecken, wieder mal wunderbar auch diesen Text zu haben. Der Dienst, den der Geist hier tut, das muss ein Dienst sein, der nicht einfach nur sagt, also Gott ist gerecht und es wird Gericht geben und Sünde ist wirklich wahr, sondern dieser Dienst muss noch mehr sein. Der Dienst, der dann an den Jüngern tut. Was könnte es sein? Was ist die ganze Wahrheit? Was wird er bezeugen? Und ich glaube, muss mit mir nicht übereinstimmen, aber ich glaube, es geht um die Fülle und die Tiefe und die Breite und die Länge und die Höhe des Evangeliums und des Christus, dass sie ihn mehr und mehr erfassen. Das glaube ich. Schau mal, wie gerne wird das Evangelium, dieses leidige Thema, für uns ist das so ein leidiges Thema mittlerweile, das wird so oft das Einmaleins des Christentums reduziert. Das Evangelium, naja, das kennen wir ja, das kennen wir ja schon. Ja. Aber man kann es in sehr verschiedenen Tiefen kennengelernt haben oder auch noch nicht. Man kann den Christus in der Schrift, in Römer, im Römer 3,23, im Römer 6,23 kennen und dann noch in zwei, drei anderen Stellen, und das ist das Evangelium. Und die ganze Rest der Schrift, ja, da stehen viele andere Sachen ja auch noch. Ja, schon, aber beleuchtet alles auch, den Christus und das Evangelium. Das glaube ich, was hier gemeint ist. Und von diesem Pool an Tiefe wird der Geist nehmen und den Jüngern sagen. Er wird es ihnen erklären. Ja. Ich sehe hier im Vers 14 den Auftrag des Geistes, die Botschaft von Jesus und des Evangeliums in seiner Fülle und in seiner Tiefe zu verkündigen und verständlich zu machen. Und es geht sogar noch weiter. Schau jetzt Vers 15 an. Für mich ist das Vers 15 ein Goldstück geworden. Vers 15 schlägt eine Brücke zwischen dem, und auch da, du musst nicht mit mir übereinstimmen, ich möchte einen Prozess anstoßen. Eine Brücke zwischen dem, wie Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott der Vater und der Geist zusammenhängen. Und welche Rolle Jesus beim Vater spielt. Vers 15, der erste Teil. Das heißt, was steht da? Mal gucken hier. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass der Geist von dem Meinen nehmen wird und euch verkündigen wird.
diese Verse 14 und 15, wenn man sich das mal, wenn man es mal sitzen lässt und überlegt, was heißt das? Alles, was der Vater hat, was ist damit gemeint? Was hat der Vater? Er hat Ansichten, er hat eine Persönlichkeit, er hat Ziele, er hat eine Gerechtigkeit, eine Innewohnende, er hat eine Liebe, eine Innewohnende. Er hat Dinge zu sagen, er hat Dinge, die er auf seinem Herzen hat, die er in der Schrift wiedergibt, das Wort Gottes. Alles, was der Vater in diesem Sinne hat, ist deckungsgleich mit dem, was Jesus sagt, lehrt, bezeugt, darstellt. Und Jesus ist natürlich selber die Botschaft Gottes, das wissen wir. Da möchte ich noch geschwind in Römer 6 nochmal reingehen. Römer 6, Vers 28, lese ich geschwind. Sein Vers, der auch mir so hängen geblieben ist aus einer anderen Predigt. Johannes 6, schau mal, die Juden fragen, die jüdischen Umstehenden fragen Jesus direkt. Er hat sie oft herausgefordert, lest mal viel davon im Johannes-Evangelium, er fordert sie oft heraus. Sie denken, sie sind so sicher, sie kennen sich so aus in den Schriften, aber zu ihm wollen sie nicht kommen, ne? So ist es halt. Und da sprachen sie, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Und Jesus sagt nicht, was sie tun sollen. Er sagt einfach, hey, ihr kommt mal, Gott ist es, der was wirkt. Jesus einfach sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Die Botschaft, die Gott hat, ist Jesus Christus. Jesus ist, ich hab mir immer wieder jetzt überlegt, wie ich es formuliere, um mein Herz euch offen zu legen, aber nichts formal Falsches zu sagen. Aber ich weiß, ihr werdet es nicht falsch verstehen. Ich glaube, dass Jesus in gewisser Weise es ist im Grunde die Eigenschaft Gottes, die den Vater Gott zu dem Gott macht, der er ist. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass der Sohn Gottes, es ist das, worüber sich Gott der Vater ganz wesentlich definiert. Das ist, was diesen Gott ausmacht. Das ist sein Sohn. Wisst ihr, wie streng das getrennt wird? Aber wir haben doch Gott, den Vater. Der ist so. Und dann haben wir, der macht ja das. Und dann haben wir Gott, den Sohn. Und das ist ja dann so. Und dann haben wir den Geist. Und das ist ja so. Ja, natürlich. Theologisch, natürlich gibt es da Unterschiede. Aber es ist doch... Ich habe mir erst vor kurzem von drei Brüdern, erfahrenen Brüdern im Glauben, das wirklich... Ich bin also fast vor Gericht gestanden, dass ich Jesus und Gott, den Vater, so zentral zusammenbringe in meinem Herzen. Ich sage, du kannst doch aber Gott nicht darauf reduzieren. Das ist doch, wir haben doch einen Vater und einen Sohn und den Geist. Dann denke ich, mach doch eure Herzen dafür auf. Es blutet mir das Herz, wenn ich so etwas höre dann und sehe, da ist gar keine Offenheit da. Und wenn ich mir nicht, schau mal, 2. Korinther 4, Vers 3. Gucken wir es einfach nochmal an. Wie kann man, ich frage mich, solche Verse, wie kann man, 2. Korinther 4, Vers 3. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. So, aber jetzt kommt's. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie, es geht mir nicht so sehr darum, sagen die bösen Ungläubigen, so, aber guck mal, was jetzt gesagt wird über das Evangelium, was hier steht. Damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht sehen können. Ja, aber guck mal, was da eingeschoben wird noch. Der Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Christus, der Gottesbild ist. Warum einschieben, wenn der Vater sich nicht wesentlich über Christus überhaupt definiert als Person? Dieser Gott, der die Eigenschaften hat des Vaters, der hat die gleichen Eigenschaften wie Christus. Theologisch sagen alle, ja, das ist ja klar. Aber seht ihr, geistlich ist das so eine Tiefe. Im Kolosserbrief haben wir das auch. Was wohnt in Christus? Die Fülle, die ganze Fülle Gottes in menschliche Gestalt. Oder wenn ihr euch daran erinnert, ne? Wer hat Jesus gefragt, zeige uns den Vater? Wer hat es gefragt? Ja, Philippus, genau. Und Jesus sagt, jetzt bin ich schon so lange bei euch und du hast immer noch eine theologische Sichtweise von all dem, rein theologisch, ich sage nicht falsch, nicht falsch, das anzugehen so, aber du musst es zusammenbringen. Der Gott Vater und Jesus, die sind nicht so einfach voneinander zu trennen.
Gott Vater, die Person, definiert sich über Christus. Das ist, wie soll ich es noch sagen? Ich habe es mir überlegt. Wenn wir uns daran erinnern, wenn wir davon gelesen haben, der Geist wird Jesus verherrlichen, indem dass er etwas von dem gibt, was der Vater hat. Und alles, was der Vater hat, ist des Christus. Und alles, was der Christus hat, ist es wahr. Also, wenn er davon nehmen kann, was der Vater hat und dadurch Christus verherrlicht, dann muss der Vater ganz wesentlich, da muss Christus den Vater an sich überhaupt ausmachen, in dem, wie der Vater ist. Das heißt, der Geist wird nicht sagen, er wird eben auch den Jesus bezeugen. Guck mal, wenn wir uns daran erinnern, was Jesus ständig sagt, dass der Vater, man kann den Vater nicht haben ohne Christus, man kann ihn nicht ehren, ohne Christus zu ehren, man kann ihn nicht kennen, ohne Christus zu kennen. Und so weiter und so fort. Das sind ja gigantische Beweistexte, die wir haben. Dann beginnt man zu verstehen, Christus und der Heilsplan, den er gemacht hat, das sind keine, versteht, was Christus, was Gott getan hat über Christus, das ist keine extra Schleife, die er zusätzlich halt noch gemacht hat. Gott ist ewig und er ist ewig lang da gewesen und einfach so, irgendwann hat er beschlossen, jetzt machen wir halt mal eine Schleife. Jetzt machen wir mal eine Welt, die dann fallen wird. Das mache ich für meinen Sohn, weil jetzt habe ich gerade Lust, habe ich gerade Frühstück gehabt, das hat mir besonders gut geschmeckt, jetzt mache ich mal was Tolles. So nach dem Motto, so als ob Gott so ticken würde. Als ob das ein Extra ist, dass Gott irgendwann mal noch dazu macht, dass er noch eine Stufe halt noch schön noch besser wird. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht mehr. Nein, Jesus ist Gottes innerste Wesensart, seine Herrlichkeit. Es ist sein wertvollster Schatz. Jesus ist die Zierde Gottes. Ohne die wäre er nicht mehr der ist. Und der Geist wird diese Tiefe, diese Zierde den Jüngern und damit auch uns verkündigen. Puh, es ist ein Text, der für mich sehr, sehr schwierig war, überhaupt in Worte zu fassen. Und ich weiß, wahrscheinlich bloß ein Teil davon überhaupt angekommen, weil es solche Dinge in gewöhnliche Worte zu packen ist, ich glaube, das ist schwierig. Und ich denke, ohne Gottes Geist wären wir absolut auf verlorenem Posten, überhaupt davon was jetzt mitzunehmen. Ich möchte einen Punkt noch kurz erwähnen. Ich hoffe, ihr könnt noch, ich möchte einen Punkt aber aus der Passage noch mitnehmen. Also unterm Strich kann man sehen, das Hauptwirken des Geistes Gottes ist ein Zeugniswirken zur Herrlichkeit Gottes und der Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Der Geist ist für uns als Kinder Gottes absolut notwendig. Er bringt vielfältige Segnungen, keine Frage. Wir wissen, er versiegelt uns, Stelle lese ich nicht. Er hilft uns bei der Heiligung. Er bezeugt unsere Kindschaft, dass wir Kinder Gottes sind. Okay? Er unterstützt uns im Gebet, das ist alles Römer 8 jetzt. Er leitet uns in die Wahrheit, in das Verständnis des Wortes Gottes und des Handelns Gottes. Er bewahrt uns, er ist das Unterpfand auf die Erlösung und. Das ist unglaublich, was er tut. Aber. Bei all diesem steht ein prominenter Zweck, den Gott damit verfolgt, im Vordergrund. Oder nicht allein im Vordergrund, aber es ist ein vordergründiger Grund, den Gott macht. Es ist das Zeugnis. Dieses Zeugnis hat verschiedene Facetten, mindestens die wir heute gelesen haben. Der Welt bezeugen, Sünde ist da und es ist ein Problem. Gerechtigkeit, Gott ist ein Gott, der sich auch über Gerechtigkeit definiert. Es ist nicht irgendjemand, den man so schnitzen kann, wie man möchte. Und Gericht. Und es wird in den Kindern Gottes gewirkt werden, dieses Zeugnis in uns. Warum ist das, sowas zu lesen, manchmal oder oft ein bisschen trocken für uns? Warum ist das so trocken? Das liegt, glaube ich, nicht an uns. Nicht am Wort, es liegt eher an uns. Es fehlt so ein bisschen das Grundverständnis, dass der Geist eben nicht nur ein Bonbon ist für uns. Er ist nicht nur ein Bonbon, das wir dann kriegen und dann war es das. Gott hat etwas vor mit dem Geist und diese Absichten und diesen Willen und diese Absichten sollten wir uns willig stellen, wenn wir immer wissen, welche es sind. Gott will geistliche Realitäten bezeugen. Diese sind es, die die Menschen verstehen sollen, die sie hören müssen. Warum ist es, sagen wir es mal so, also ich meine, wir können so auf uns selbst gerichtet im Glauben leben, dass wir das, was Gott mit dem Geist wirklich tun will, gerade diese Zeugnis,
diese Zeugnisse, die er geben will, gar nicht mehr beachten. Also wir schlittern in so eine Lebenspraxis hinein, wir machen eine Interessentrennung. Wir trennen das, was Gott und was Christus wichtig ist, durch den Geist zu tun, so ein bisschen von dem ab, was wir vom Geist haben. Das ist so eine Praxis, die wir nicht jetzt theologisch, will man nicht sagen, nein, das ist ja nicht unwichtig, das wollen wir schon, das ist wichtig und das ist Zeugnis, das ist wichtig. Aber in der Lebenspraxis, glaube ich, trennen wir das. Das ist ein fleischlicher Drive, ein Antrieb, der die Vorzüge des Geistes, die nehmen wir gerne an. Auf die berufen wir uns auch gerne. Das glauben wir auch schnell. Das ist kein Problem. Aber derselbe Antrieb bringt uns auch dazu, dort stehen zu bleiben. Und Gottes Ziel dieses Zeugnisses einfach dann nicht so sehr zu verfolgen. Es ist ein, mein Interessen, gerne, das nehme ich, was in meinem Interesse ist, das nehme ich vom Geist, aber, oder wo ich auch ein bisschen aufpassen muss mit dem Geist, aber das, was Gott eigentlich vorhat, also gerade so einen Text wie dieser hier, da, das wird für uns in der Praxis gerne getrennt. Ja, warum ist das so? Ich glaube, es liegt daran, dass wir noch nicht genau verstanden haben, dass zwischen unseren Interessen, wenn wir in Christus sind, und Gottes Interessen kein Unterschied ist. Oder? Gottes Interessen werden zu unseren Interessen eigentlich. Das heißt, diese Trennung, ich Gott und ich nicht Gott und Gott hat das, so Gott tut dieses und Gott. Ich glaube, da ist so eine gewisse unsichtbare Trennlinie zwischen unserem Leben und Gott, immer noch in unseren Herzen teilweise haben ein bisschen auch eine gewisse Angst vor ihm, die vielleicht nicht ganz gut ist. Wir müssen etwas bringen, wir sind immer noch ein bisschen in diesem fleischlichen Denken drin und sagen, wir leben immer noch in einem, ich muss es Gott recht machen leben. Vielleicht ein bisschen ist diese Trennlinie in uns drin und deswegen ist es für uns keine Natürlichkeit, dass die Interessen, die Gott hat, mit dem Geist auch, was er bezeugen möchte, dass es auch in unserem Interesse ist. Letzter Punkt. Johannes 16, Vers 7. Was sagt Jesus? Es ist zu eurem Vorteil, dass ich gehe und der Geist kommt. Und dann kommt nicht eine Liste, wo wir uns jetzt wünschen würden, der Geist wird nämlich das und das und das für euch tun, sondern was kommt? Es ist zu eurem Vorteil, dass ich gehe und sonst wird der Geist nicht kommen. Und er wird die Welt überführen, und zwar durch euch. Und er wird die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht. Ich lehne mich ein bisschen jetzt aus dem Fenster. Ich glaube, dass auch das für uns ein Vorteil ist, weil wir nämlich teilhaftig dessen werden, was Christus tut. Wir sind Anteilhaber an ihm. Ich habe noch mehr Verse jetzt, aber es wird zu lang. Ich möchte schließen mit zwei Punkten. Der erste ist, machen wir uns klar, dass alles, was der Geist für uns tut, gerne Gott tut durch den Geist für uns, auch eine Klammer hat. Und das ist, Gott bezeugt sich durch den Geist. Er bezeugt geistliche Themen, die für uns vielleicht üblich sind, die Welt gar nicht glaubt oder interessieren. Nichtsdestoweniger, das möchte Gott tun. Und das sollte uns einfach bewusst sein und dass wir da bewusster drin leben. Und der zweite Punkt ist, nehmen wir das auch ernst und seien wir uns darüber im Klaren, dass das Gottes Interessen sind. Und wenn wir sie verstehen oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn ich weiß, das hat Gott im Sinne, dann möchte ich das auch zu meinem Interesse machen. Ich bete noch. Vater, welche Stelle ist wirklich nicht tiefgründig in deinem Wort? Und Vater, du weißt, es ist so, ich bin so auch eingeschränkt in dem, was ich vermag, und ohne dein Wirken kann man so eine Stelle wie das, glaube ich, gar nicht in keinster Weise, nicht einmal rein theologisch aufschließen. Aber Herr, ich denke, es sind große Schätze in dieser Passage. Und ich danke dir, dass wir heute es anschauen durften und zwei Punkte angucken durften. Es ist vielleicht weniger praktisch, als man vielleicht es aus anderen Passagen kennt. Aber ich denke, es ist so wichtig, Herr, dass wir uns ausrichten auf dich und auch mal uns fragen, was du überhaupt bezweckst. Und nicht so sehr uns drum drehen, was müssen wir, was können wir, was müssen wir bringen, sondern dass wir wirklich voll uns einschließen lassen in das, was du verfolgst mit dem Geist.
Vielen Dank für die Vorzüge des Wirkens des Geistes, die du wirkst. Danke, dass du uns auch in dieser Abhängigkeit des Geistes hältst, dass wir wissen, wir brauchen dich. Und ich möchte es wiederholen vom ersten Gebet, dass wir wissen, wir dürfen dich haben. Amen.